Die Tagesschau, meine Damen und Herren, guten Abend. Heute Dienstag mit diesen Themen. Flickenteppich mit Löchern. Der Bund will zwar Massentests, doch die Kantone ziehen nur zögerlich mit. Solidarisch gegen die Pandemie. In Afrika erhalten die ersten Menschen eine Gratisimpfung dank der internationalen COVAX-Initiative. Der Boom bei Zoom. Auch nach Corona werden wohl viele Meetings am Bildschirm statt im Konferenzraum stattfinden. Dürrenmatts Reich wird geöffnet. Ich muss die Welt konstruieren, um die Welt ertragen zu können. Zu seinem 100. Geburtstag haben jetzt alle auch Zugang zu den privaten Räumen des Schweizer Literaturgiganten. Und Sahara-Staub und Morgennebel. Es wird nur teilweise sonnig, aber mild, mit Temperaturen bis 17 Grad. Testen, 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 so viel und so großflächig wie nur möglich. Seit Beginn der Pandemie ist das das erste Credo. Mit den unkomplizierten Spucktests inzwischen erst recht. Nur es geht nicht vorwärts, obwohl Graubünden vormacht, wie es geht, und obwohl der Bund einen Großteil der Kosten übernehmen will. Die landesweite Testerei ist ein Flickenteppich, einer mit großen Löchern noch dazu. Michael Bericone. Eigentlich wäre es kinderleicht. Wöchentlich lassen sich 80% der 15- bis 65-Jährigen in der ganzen Schweiz testen. Mit diesem landesweiten Testregime könnte man, so rechnete die ETH Zürich vor, die Shutdown-Maßnahmen aufheben. Landesweit sei aber noch weit weg, wie das BAG heute bemängelte. Obwohl man bezahlen würde. Die Finanzierung wird ja auch vom BAG übernommen, weitgehend, wenn ein Konzept vorliegt. Und so glauben wir und hoffen wir, dass wir die Kantone motivieren. Und es zeigt sich ja auch, 17 Kantone haben bereits ein Konzept eingereicht. Nur kaum einer dieser 17 Kantone will voll durchtesten wie Graubünden. Schulen, Institutionen und Firmen. Obwohl alle Kantone dieses Konzept kopieren und loslegen könnten. So haben beispielsweise Graubünden und Basel-Land ihre Projekte zur Verfügung gestellt und andere können sie kopieren. Nach Einreichung des Konzeptes bei uns können die Kantone mit der Durchführung der Tests beginnen. Wir testen gilt seit Anfang Februar in Bündner Firmen. 400 machen bereits mit. Ein schweizweites Testregime inklusive Betriebe würde, so schätzt Economie Suisse, 1 Milliarde Franken sparen, weil Shutdown-Maßnahmen nicht mehr nötig wären. Es liege an den Kantonen, sagt Economie Suisse. Wir erwarten, dass alle Kantone jetzt Betriebstests zulassen, dass die Betriebe flächendeckend ihre Mitarbeitenden testen können. Denn nur wenn ein Kanton ein Konzept inklusive Firmentests einreicht, bezahlt der Bund auch für diese, wie das BAG heute stumm bestätigt. Das heißt, in Kantonen, wo das Konzept nicht steht, da hat die Firma eigentlich keine Chance. Das ist so. Der Kanton Graubünden ist der erste Kanton, der bereits seit Dezember auf die breite Testung der Bevölkerung setzt. Präventiv und immer wiederkehrend wird getestet. So sind in diesem Monat jede Woche zwischen 40.000 und 50.000 Covid-Tests geplant. Und wie es aussieht, gibt die Kurve der Neuansteckungen dem Kanton recht. Die Zahlen sind rückläufig. Christian Rentsch hat den Verantwortlichen dieser Massentests begleitet. Bitte in 400 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Auf dem Weg ins Corona-Großlabor. Martin Bühler unterwegs von Graubünden nach Buchs, St. Gallen. Das ist das Labor, das unsere Proben aus ganz Graubünden analysiert und auswertet. Der 44-jährige Martin Bühler leitet den Krisenstab von Graubünden seit gut 4 Jahren. Aber eine Krise, in der er so dauerhaft gefordert ist, gab es für ihn noch nie. Endlich mal ordentlich im Bündnerland. Die Covid-19-Proben aus Graubünden werden hier im Labor Dr. Riesch analysiert. Sie mussten ihre Testkapazitäten extrem ausbauen, auch für die Massentests in Graubünden. Wir sind überzeugt, dass breites, wiederholtes Testen ein sehr wichtiger Pfeiler ist, um rascher zu einer normalen Lage zurückkehren zu können. Woran machen Sie das fest bei sich? Zum einen, weil wir durch die zahlreichen wöchentlichen Tests ein sehr genaues Bild der Lage bekommen. Wir wissen, wo ist die Lage ruhig und wo gibt es Ausbrüche. Und wir können schnell, bevor es eben wirklich zu großen Ausbrüchen kommt, Maßnahmen ergreifen. Massentests macht Graubünden bereits seit Dezember.
Neben der Bevölkerung sind auch Altersheime und knapp 500 Betriebe im präventiven Testprogramm. So sollen die Übertragungsketten unterbrochen werden. 13.000 Tests in Graubünden letzte Woche. Bei Martin Bühler im Krisenstab laufen alle Fäden zur Pandemiebekämpfung zusammen. Es geht nur miteinander. Es wäre wünschenswert, dass gewisse Ebenen noch enger zusammenarbeiten können. Ich sage es offen, Bund, Kanton, wenn wir die operative Stufe nehmen, beispielsweise mit der Arbeitsgruppe Testung des BAG, eine sehr enge tägliche Zusammenarbeit. Sobald es um die Erarbeitung von Richtlinien und Voraussetzungen geht, wird es ein bisschen anspruchsvoller. Bisschen enttäuschend. Anspruchsvoller. Auch nach einem Jahr Krisenmodus bleibt Martin Bühler diplomatisch. Vielleicht ist auch das sein Erfolgsrezept. So viel zur Impfstrategie, jetzt zur Corona-Politik. Seit die Gesundheits- und die Wirtschaftskommission des Nationalrats ein fixes Öffnungsdatum für Restaurants und weitere Betriebe ins Gesetz schreiben wollen, gehen die Emotionen hoch im Bundeshaus. Gar von einem Putschversuch war die Rede. Teile des Parlaments wollen dem Bundesrat bei der Pandemiebekämpfung das Heft aus der Hand nehmen. Doch noch bevor National- und Ständerat über ein solch fixes Öffnungsdatum beraten, zeichnet sich schon ab, das wird wohl nichts mit einem Putsch. Andi Müller. Das Covid-19-Gesetz regelt die Befugnisse des Bundesrates in der Pandemie. Nun möchten bürgerliche Nationalräte ins Gesetz schreiben, dass am 22. März die Öffnung von Restaurants und weiteren Einrichtungen erfolgt und dies unabhängig von der epidemiologischen Lage. Es braucht die Stimmen der Mittepartei, damit eine solche Gesetzesänderung im Nationalrat möglich wird. Heute an der Fraktionssitzung war zu hören, dass viele kein fixes Datum im Gesetz wollen. Wir werden auch am Donnerstag im Ständerat Einzelanträge von unserer Seite einreichen, wo es eben darum geht, nicht einen Termin im Gesetz zu haben, sondern die Verhältnismäßigkeit einzubringen und uns da zu überlegen, was man ändern könnte auf Gesetzesebene, aber eben ohne Datum im Gesetz. Eine Forderung nach verhältnismäßigen Öffnungen ja, aber spätestens im Ständerat dürfte ein fixes Öffnungsdatum auf totale Ablehnung stoßen. Christian Löwra, Präsident der Ständerätlichen Wirtschaftskommission, sagt, das Parlament dürfe den Bundesrat nicht übersteuern. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Kräfte, die jetzt diesen ganzen Theater veranstalten, sich wünschen, dass es im Ergebnis im Gesetz festgeschrieben wird. Sie wollen Politik damit machen, die Stimme der Unzufriedenen hier in Bern Gehör verschaffen. SVP-Nationalrat Marcel Dettling räumt ein, es sei nicht ideal, ein Öffnungsdatum in ein Gesetz zu schreiben. Wir möchten es auch nicht ins Gesetz schreiben, aber wir haben keine andere Möglichkeit. Der Bundesrat hat es in der Hand. Wenn er jetzt klar signalisiert, okay, wir können öffnen, aufgrund der aktuellen Lage, wo wir uns befinden, brauchen wir dieses Datum nicht mehr. Ständerat Christian Löwra rechnet mit einem Hin und Her zwischen National- und Ständerat, bis es in knapp drei Wochen zur Einigungskonferenz kommt. Am 18. März wissen wir, ob der Epidemieverlauf positiv ist. Dann wird der Bundesrat von selbst die Öffnung entschieden haben. Über die Öffnung von Restaurants wird am Schluss wohl nicht das Parlament, sondern der Bundesrat entscheiden. Und das Tempo gibt das Virus vor. Blättern Sie noch oder klicken Sie schon? Die Mediennutzung in der Schweiz verschiebt sich zunehmend ins Netz. Schwierig für die Medien, denn im Internet ist die Bereitschaft, für Inhalte zu zahlen, wesentlich kleiner. Deshalb hat der Nationalrat ein Hilfspaket für die Branche beschlossen, das neben einem Ausbau der Printunterstützung jetzt erstmals Online-Medien unterstützt. Ein Novum, das für hitzige Diskussionen sorgt. Kito Schumacher. Im Nationalratssaal ein Blätterwald. Hier herrscht die Zeitung vor. Die Förderung solle auch ihr vorbehalten bleiben, meinte die Ratsrechte. Online brauche es sie nicht. Wir stellen fest, hier liegt kein Marktversagen vor. Im Online-Bereich herrscht eine unerreichte Vielfalt an Angeboten. Also das genau, was wir uns wünschen. Es ist auch aus liberaler Sicht sehr fragwürdig, ob wir zukünftig Medienhäuser wollen, die nicht auf eigenen Beinen stehen können. Und wenn sie dann schon die vierte Gewalt im Staat sein wollen, ist die Frage dann wirklich berechtigt, ob sie die Hand, die sie füttert, dann effektiv noch beißen werden. 30 Millionen Franken pro Jahr sollen künftig für die Online-Medienförderung zur Verfügung stehen. Das sei unumgänglich, befand eine Mitte-Links-Mehrheit im Rat.
Der Traum, der hier geträumt wird von den unabhängigen Medien, die wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen, der ist längst ausgeträumt. Für die direkte Demokratie in der Schweiz ist es zentral, dass wir eine flächendeckende, vielfältige und qualitativ hochstehende Medienlandschaft haben. Es gilt, weiße Flecken auf der Landkarte zu verhindern. Auch die Online-Angebote der SRG gaben zu reden. Neu sollen nur noch Artikel mit direktem Sendebezug erlaubt sein. Wenn die SRG mit Gebührengeldern vollumfängliche Online-Portale betreibt und sie macht das in einer guten Qualität und sehr umfassend, dann ist das die Hauptkonkurrenz, was die nationale Nachrichtenübermittlung anbelangt, die Hauptkonkurrenz für die Medienhäuser. Lesen Sie doch einmal die Konzession durch. Die Beschränkungen sind massiv. Also schon heute darf die SRG, wenn sie keinen Sendungsbezug hat, nur 1000 Zeichen brauchen. Das ist keine vollumfängliche Online-Berichterstattung. Und so hat der Nationalrat nach über 5 Stunden das Medienpaket mit Online-Hilfe für die einen und Online-Einschränkungen für die anderen geschnürt. Dieses geht nun nochmals in den Ständerat. Einen täglich aktualisierten Überblick der wichtigsten Entscheide der Frühjahrssession finden Sie bei uns in der SRF News App oder online unter srf.ch/session. Schweizer Bundespräsidenten besuchen in ihrem Amtsjahr jeweils als erstes Österreich. Das hat Tradition. Beim heurigen Treffen aber ist nichts wie all die Jahre vorher. Man trägt jetzt Maske und hält Abstand. Und da sind wir schon beim großen Thema des Besuchs von Guy Parmelin bei Sebastian Kurz. Man tauscht sich über die Bekämpfung der Pandemie aus, über eine allfällige Einführung eines Impfpasses und, um die Traditionen doch noch etwas hochzuhalten, auch um das schwierige Verhältnis mit der EU. Peter Balzli. Begrüßung in der Wiener Hofburg. Corona-konform, ohne Händeschütteln. Die Schweiz hofft auf die Unterstützung Österreichs bei der Suche nach einem Kompromiss rund um das Rahmenabkommen mit der Europäischen Union. Und Bundespräsident Alexander Van der Bellen nährt mit österreichischer Höflichkeit die Hoffnung, dass es auch ohne Rahmenabkommen gehen könnte. Also sollten wir, das heißt die Schweiz, die Europäische Union, die Kommission als Verhandler sich überlegen, wie wir über die Runden kommen, mit oder ohne dieses sogenannte institutionelle Rahmenabkommen. Und seinem Schweizer Amtskollegen gefällt auch die Erklärung dazu. Weil es im Interesse der 27 Mitgliedstaaten und der Schweiz liegt, dass es hier zu keinen gröberen Brüchen kommt. Am Nachmittag treffen sich Guy Parmelin und seine Delegation zu Gesprächen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der von Kurz propagierte Impfpass werde wohl für internationale Reisen nötig sein, so Parmelin. Wir wollen sehen, was EU machen will. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass eine koordinierte Entscheidung ist. Das kann nicht sein, dass wir ein besonders Ausweis hier, ein anderes in einem anderen Land, in einer anderen Gegend. Viel Einigkeit, kaum Konflikte zwischen der Schweiz und Österreich. Die erste Auslandreise von Bundespräsident Parmelin könnte auch seine einfachste gewesen sein. Wer kriegt wann wie viel Impfstoff geliefert? Der Kampf gegen die Pandemie hat ein globales Impfwettrennen ausgelöst. Israel führt das Rennen an, die Schweiz liegt im internationalen Vergleich auf dem 18. Platz. Damit arme Länder nicht das komplette Nachsehen haben, versorgt das Impfprogramm COVAX der WHO sie gratis mit Impfstoff. Als erste Länder kommen Ghana und die Elfenbeinküste zum Zug, aber eben Monate nach den reichsten Ländern. In Indien hergestellt und verpackt. Insgesamt 600.000 Dosen des AstraZeneca-Vakzins erreichten in den letzten Tagen Ghana. Der westafrikanische Staat profitierte damit als erstes Land weltweit vom UNO-Impfprogramm. Und jetzt wird im Eiltempo geimpft. Ghanas Präsident Akufo-Addo startete die Kampagne. Er war quasi Impfkandidat Nummer 1. Ich wollte zeigen, dass es eine sichere Impfung ist. Deshalb war ich der Erste. Niemand in Ghana muss ein schlechtes Gefühl haben, wenn er sich impfen lässt. Es ist wichtig, dass am Ende möglichst alle geimpft sind. Als zweites Land kommt die Elfenbeinküste zum Zug.
Auch hier wird der von COVAX zur Verfügung gestellte Impfstoff ab jetzt verabreicht. Eine Sporthalle in der Stadt Abidjan wurde zum großen Impfcenter umfunktioniert. Ich bin hergekommen, um mich impfen zu lassen, um andere, vor allem meine Familie, zu schützen. Bis Ende Jahr sollen insgesamt 600 Millionen Impfdosen auf dem afrikanischen Kontinent verimpft werden. Damit wären rund 20% der Bevölkerung geimpft. Laut der WHO ist es höchste Zeit, dass nun auch in ärmeren Ländern geimpft wird. Es ist bedauerlich, dass dies erst jetzt, 3 Monate nach dem Impfstart in den reichsten Ländern, geschehen kann. Länder sind hier nicht im Wettstreit gegeneinander. Es sollte ein gemeinsamer Wettlauf gegen das Virus sein. Und als erstes Land Lateinamerikas hat nun auch Kolumbien Impfstoff durch COVAX erhalten. Fast 120.000 Dosen sind als erste Tranche in Bogota eingetroffen. Er ist bis heute einer der bekanntesten und gleichermaßen umstrittensten Politiker Russlands. Vor 90 Jahren kam Michail Gorbatschow in einem kleinen Dorf im Süden Russlands zur Welt. Auch fast 30 Jahre nach seinem Rücktritt als Präsident der Sowjetunion polarisiert er. Im Westen verehrt, in der Heimat wird er im besseren Fall ignoriert, im häufigeren verachtet. Inzwischen zeigt sich Gorbatschow kaum mehr in der Öffentlichkeit. Für Gesprächsstoff sorgt er aber auch noch im hohen Alter. Aus Moskau SRF-Korrespondentin Lucia Tschirki. Michail Gorbatschow zeigte sich vor seinem 90. Geburtstag an der Premiere eines Theaters über sein Leben, zuletzt öffentlich. Applaus bekommt Gorbatschow in Russland nur von einer Minderheit. Doch hier im Publikum sind seine Unterstützer für einmal in der Mehrheit. Gespalten haben sich die Meinungen zu Gorbatschow vor fast 3 Jahrzehnten, als seine Politik in der Auflösung der Sowjetunion mündete. Ich verlasse meinen Posten mit Besorgnis, aber auch mit Hoffnung und dem Glauben an Sie, Ihre Klugheit und geistige Stärke. Wir sind die Nachkommen einer großen Zivilisation. Und es hängt jetzt von uns allen und von jedem Einzelnen ab, dass diese Zivilisation zu einem neuen und ihr würdigen und zeitgemäßen Leben erwacht. Mit seinem Rücktritt besiegelte Gorbatschow seine politische Bedeutungslosigkeit. Sein Fall so tief wie sein Aufstieg hoch. Geboren 1931 im Nordkaukasus als Kind von Bauern. Enge Verwandte von Gorbatschow wurden Opfer stalinistischen Terrors. Dies prägte seine Politik der Öffnung in den 1980er Jahren. Die unter ihm eingeleiteten Wirtschaftsreformen waren überfällig. Für weite Teile der Bevölkerung bedeuteten die Reformen großes Elend, das für viele bis heute spürbar ist. In den Augen vieler bleibt er ein Mann mit mehreren Gesichtern. Für den Darsteller von Gorbatschow auf der Bühne die größte Tragik. Er ist verflucht. Ganz offensichtlich. Denn das Leben von Millionen Menschen wurde verändert. Sie schöpften neue Hoffnung und dachten, dass sich das Leben zum Besseren verändern werde. Aber es hat sich zum Schlechteren verändert. Jeder schiebt ihm dafür die Schuld zu, ohne die Gründe und Umstände zu verstehen. Auf Verständnis kann Gorbatschow zu seinen Lebzeiten nicht mehr hoffen. Corona bremst viele aus. Einigen aber geht es sehr gut wegen der Pandemie. Dazu gehört Zoom. Der Videokonferenzdienst hat im 4. Quartal den Umsatz mehr als vervierfacht, den Gewinn fast verzwanzigfacht, weil inzwischen fast alles virtuell statt real stattfindet. Bei weitem nicht nur Meetings im Arbeitsleben, auch die Yogastunde, sogar das Familienfest. Doch wie geht es nach der Pandemie weiter? Annik Ott. Großes Kino per Zoom bei der Verleihung der Golden Globes. Ein großer Zoom-Moment mit vielen Emotionen. Doch Sitzungen per Video können für manche auch böse enden. Trotz solcher Momente, Zoom boomt. In der Schweiz ist die App eine der beliebtesten. Doch was ist nach der Pandemie, wenn sich die Menschen wieder treffen dürfen und auch wollen? Die Trendforscherin glaubt, dass Zoom, Teams, Skype und Co. gekommen sind, um zu bleiben.
Sie haben Vorteile gegenüber herkömmlichen Meetings. Es ist schnell, es ist effizient, es ist billiger. Man kann quasi in der gleichen Zeit 3 Zoom-Meetings machen, wo man sonst vielleicht nur ein Meeting macht. Wir brauchen keine Zeit für die Anreise. Man kommt auch schneller auf den Punkt als in anderen Meetings, wo man länger braucht, um sich warm zu reden. Die Vorteile sind groß. Dennoch freuen sich viele darauf, die eine oder andere Videositzung zu ersetzen, zeigt eine Blitzumfrage auf der Straße. Ich denke, es wird wahrscheinlich teilweise bleiben, wahrscheinlich ein Teil bleiben von unserem Alltag. Aber sobald natürlich Massnahmen erlauben und wir wieder zurück können zum Alltag, denke ich, wird es bei mir nicht mehr gross Teil sein von meinem Alltag. Alles, was einfach so formal ist, strukturell, das finde ich, kann man gut eigentlich per Videotelefonie machen. Aber überall dort, wo es um einen echten Austausch geht, um eine Interaktion, um ein Hin und Her zwischen den Leuten, dort finde ich, klappt es auch mit Videotelefonie überhaupt nicht. Rund die Hälfte dieser virtuellen Meetings dürfte wieder in der realen Welt stattfinden, schätzt die Forscherin. So viel ist klar, die Katze wird den Corona-Zeiten nachtrauen, wenn sie wieder alleine zu Hause ist. Einmal am Schreibtisch von Friedrich Dürrenmatt sitzen, das wär's. Getrauen müsste man sich. Aber rein technisch ist das jetzt möglich. Anlässlich seines 100. Geburtstags eröffnet das Museum Centre Dürrenmatt Neuchâtel nach monatelangem Umbau neue Ausstellungsräume und eben auch private Räume des Autors für die Öffentlichkeit. Dort, wo er fast 40 Jahre ob Neuenburg gelebt und gearbeitet hat. Sibylla Semadeni. Ich muss die Welt konstruieren, um die Welt ertragen zu können. Gesagt, getan. Friedrich Fritz Dürrenmatt hat kreiert, geschöpft, geschaffen, schreibender, aber auch malenderweise viel und das sein Leben lang. Hier an diesem stattlichen Tisch, in seinem Arbeitszimmer, in seinem Haus oberhalb von Neuenburg, ist ein großer Teil seines Werks entstanden. Bisher war dieser Ort ein verschlossenes Gemach. Bis heute war das ein privater Raum und jetzt, im Rahmen seines 100. Geburtstages, dürfen wir diesen Raum öffnen und dem breiten Publikum zeigen. Chaos stört mich nicht. Wenn man arbeitet, dann bringt man immer sein eigenes Chaos und das Chaos der Welt irgendwie in Ordnung. Auch der Garten soll künftig offen sein fürs Publikum. Sein Swimmingpool etwa wurde zur Bühne für Kulturveranstaltungen umfunktioniert. Er soll wiederbelebt werden. Der Erdenfleck, den sich der Deutschschweizer Anfang der 50er Jahre in der Romandie gekauft hat, für sich und seine fünfköpfige Familie. Später hat er sich nebenan ein modernes Haus gebaut. Und um das alte Wohnhaus herum hat 10 Jahre nach Dürrenmatts Tod der Tessiner Architekt Mario Botta ein Museum gebaut, das heutige Centre Dürrenmatt Neuchâtel. In dem Dürrenmatts bildnerisches Werk untergebracht und in wechselnder Ausstellung präsentiert wird. Neu mit Schaulager. Und schließlich wird auch dieses Dürrenmattsche Reich geöffnet. Da darf man in Zukunft auch einen Blick werfen. Hier stehen über 4000 Bücher zu Themen, die Dürrenmatt lieb waren. Auch viele Klassiker, die meisten auf Deutsch. Hier sind die Klassiker. Da bin ich eigentlich am liebsten. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich am liebsten Klassiker lese. Fast 40 Jahre hat Dürrenmatt in dieser abgeschiedenen Idylle gelebt und gewirkt. Der eigensinnige Querdenker, nie um einen pointierten Gedanken verlegen. Ich hasse Idylle, ich bin kein idyllischer Mensch. Wäre ja eigentlich auch nicht, Urs. Was macht ihr bei 10 vor 10? Ja, Goni, zum Beispiel geht es um die Immunität in der Bevölkerung. Warum haben in der Westschweiz laut einer neuen Studie weit mehr Menschen Antikörper entwickelt als in Zürich? Und welche ersten Erkenntnisse ziehen die Experten aus den Impfungen? Wir fragen nach beim Epidemiologen im Studio. Und einen Monat nach ihrer Verhaftung in Belarus hat unsere Korrespondentin Lucia Cirki ihre damals ebenfalls festgenommene Bekannte erstmals wieder getroffen. Die Gefängniserlebnisse der Menschenrechtsaktivistin sind sinnbildlich für die Unterdrückung der Politik Weißrusslands. Besten Dank, Urs.
So viel von uns. Jetzt gleich Meteo und danach ermittelt hier der Staatsanwalt in Sachen Liebe und Gier. Ihm viel Glück und Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.